Hey ho, meine Lieben, heute gehen wir mal so ja, in Richtung Russland rüber mit dem Essen. Ich mache heute Cheboreki. Das sind diese kleinen Teigtaschen, gefüllt mit ja, wahlweise Hackfleisch heute, mit Zwiebel und. Das sehen wir alles. Kann man auch mit anderen Sachen füllen. Du machst dazu einen gemischten Salat. Einen richtig schönen, aufwendigen, großartigen gemischten Salat. Ja. Richtig, mit zwei verschiedenen Soßen. Ja, genau. Ja. Kurz geschnackt, rüber in die kleine, aber feine Küche. Erst einmal den Teig vorbereiten. Der muss nämlich noch eine Stunde gehen dann. Attacke! Da wären wir schon für den Teig. Alles, was wir brauchen, liegt schon hier oder steht. Ein Kilo Mehl, Prise Salz, ein Ei und einen halben Liter Milch. Das mische ich jetzt alles knallhart zusammen. Und wenn der Teig nachher noch ein bisschen zu klebrig ist, können wir ja noch ein bisschen Mehl hinzufügen. Das sehen wir aber dann. So, also da nehme ich jetzt ein Rezept, was ich aus dem Internet schnell rausgesucht habe. Blah, Ei am Finger. So, eine Prise Salz. So, das war eine Prise. Milch hinzu. Ich hätte jetzt auch ein bisschen weniger Milch hinzutun können und danach nochmal neu, aber einfach kneten und nachher schauen wir uns noch an, bevor wir dann eine Stunde stehen lassen. Genau, so machen wir das jetzt. Also der Teig, kein Hexenwerk. So Leute, ich habe jetzt noch ein Esslöffel Mehl hinzugegeben. Der Teig war noch extrem klebrig. Jetzt geht's. Und jetzt höre ich hier auf mit der Küchenmaschine, bevor es mir die wirklich noch zerlegt. Die hat ja schon gearbeitet und gescheppert hier. Das ist ja uferlos. Ein bisschen klebrig ist er noch, aber mein Gott. Tja. Und im Rezept steht, man soll den Teig noch eine Stunde gehen lassen. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt bringen soll, ehrlich gesagt. Da ist keine Hefe drin. Warum soll der jetzt noch gehen? Vielleicht hat man ja da jemand von euch eine Erklärung dazu. Ich persönlich verstehe es nicht so ganz. Aber wir lassen den jetzt noch eine Stunde stehen. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns ums Hack, weil das muss ja auch wieder abkühlen. Da kommt jetzt die Stunde Wartezeit. Genau, richtig. Tja, bis auf das Kilo Hackfleisch haben wir jetzt eigentlich schon alles hier, was wir brauchen. Und Sonnenblumenöl nachher zum Rausbrutzeln. Tja, wir werden jetzt die frische Petersilie ein bisschen klein häckseln da drin. Und dazu noch die Zwiebeln, auch da drin klein häckseln, zum Würzen Salz, Pfeffer, mehr brauchen wir da nicht. Und ja, genau so machen wir das jetzt. Petersilie drin, Zwiebeln ja, mal vierteln, dass sie nicht ganz so grob sind zum Durchhäckseln. Mein Schatz, was darf ich heute machen? Den Salat darfst du nachher noch machen. Mhm. Und was möchtest du sonst noch machen? Weil die Cheboreki mache ich ja jetzt. Ach, das Hauptessen machst du heute? Ja. Okay. So, und nachher hauen wir dann noch ein bisschen Trockenpetersilie auch noch mit hinzu, wenn es in der Pfanne drin ist. Weil Petersilie muss auch ausreichend drin sein.
So, aufpassen, dass wir keinen Matsch hier fabrizieren. Zwei, dreimal geht noch. Oder brauchst nicht mit Kopfschütteln. Das ist ruckzuck geschehen, dass man hier Matsch drin hat. Ein bisschen grober kann es ruhig sein. So ist gut. Genau richtig. Ja, und was soll ich sagen? Hackfleisch steht ja gleich in der Pfanne. So, hier nehmen wir jetzt einfach ein bisschen Sonnenblumenöl hier rein. Dann können wir gleich unsere Zwiebel-Petersilie-Mischung hier rein donnern. Und danach kommt auch schon das Hackfleisch. Erst einmal die Zwiebeln ein klein bisschen anschwitzen. Und da geben wir dann, wie gesagt, gleich das Hackfleisch hinzu. So, Freunde, ein klein bisschen angeschwitzt, das reicht schon. Und noch ein klein bisschen Öl auf alle Fälle hinzu. Und für so ein Gericht, was soll ich sagen, da reicht so ein Hackfleisch vollkommen aus. Da müssen wir jetzt nicht ein utzteures Metzger-Hackfleisch holen. Da bin ich rigoros. Und das tun wir jetzt zusammen schön brutzeln, schmoren, klein hacken. Gleich mal die erste Ladung Salz und Pfeffer rein. Und warum geht der jetzt nicht? Frisch aufgefüllt. Batterienlose. Erstmal frei nach Gefühl. Abschmecken tue ich es nachher. Also das Pfefferteil regt mir irgendwie auf. Jetzt können wir auch noch ein bisschen was von der getrockneten Petersilie rein. Hacken, vermischen, anwurzeln. Und ich zeige euch die Mischung dann, ja, wenn sie soweit fertig ist. So Leute, einen ganz leichten Knusper habe ich dran bringen lassen, dran gebracht ans Hackfleisch. Ja, dass es ein ganz kleines bisschen knusprig ist. Nochmal mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Das passt soweit. Ich muss sagen, hätte fast noch mehr Petersilie und Zwiebel sein können, aber lassen wir es jetzt einmal so gut sein. Platte ist schon aus, abkühlen lassen. Ich fülle das jetzt um, weil die Pfanne braucht man nachher dann zum Rausbraten. Rausbacken, rausbrutzeln, wie man es sagen will. So Leute, ja. Am Teig hat sich natürlich nichts geändert, so wie ich es gesagt habe. Also ich habe absolut keine Ahnung, warum man den hat jetzt noch eine Stunde gehen lassen müssen, weil da tut sich ja nichts dran. Ich habe jetzt hier auf alle Fälle noch ein bisschen Mehl zum Bemehlen der Arbeitsfläche. Na komm raus jetzt, du Feigling. Kaplöpp. Na? Hier das Hackfleisch. Tja, und jetzt bin ich am Überlegen, wie ich das mache. Ob ich mir hier so, ja, müssen wir auf alle Fälle komplett einmehlen. Kleine Kugeln mach. Wo ist denn die das Nudelholz?
Wo ist das abgeblieben? Ich gucke mal. Jo. Nudelholz wäre jetzt natürlich perfekt. Jawohl! Her damit, her damit. Bitte sehr, mein Schatz. Viva Waschel! Man kann sich auch direkt eine große Platte auswalzen und dann kreisrund ausstechen. Das kann man machen, wie man lustig ist. So habe ich mir mal sagen lassen. So. Nehmen wir ein Hackfleisch. Das? Ja, sieht man halbwegs. Dann tun wir das ganz einfach. Mit einer Gabel hier so zusammen. Und fertig ist das erste Ceporecki. Das wird dann in der Pfanne schön rausgebrutzelt. Tja, ich hole mir jetzt einen Teller raus, lege das drauf und mache die restlichen soweit fertig. So Leute. 1, 2, 3, 4 und noch eine drüben. 5 Stück habe ich jetzt schon mal fertig gemacht in allen Formen und Größen. Und die werden hier in der Pfanne mit heißem Öl schön rausgebrutzelt, rausgebacken. Und ich denke, das ist gleich soweit. Und danach werden die auf einen Teller mit Küchenkrepp oder auch Zewa zum Abtropfen gelegt. So, ich probiere jetzt das erste Mal einzulegen. Aus so ein Uzokolyt. Ja, das Öl kann noch ein bisschen. Ja, mein Gott. Dann, ja, fängt schon an zu brutzeln. Zuerst habe ich mir ja überlegt, das Ganze im Wok zu machen. Aber da ist natürlich durch die Rundung nicht so schön als wie in der Bratpfanne. Und die hier könnte auch noch mit reingehen. Die Teigtasche Ceporecki. Ein bisschen brutzeln lassen und dann umdrehen. Ich muss natürlich jetzt auch erst raus experimentieren. Ja, ein bisschen früh, aber. Na. Ja. Und drehe sie halt nachher nochmal um. Aber ich denke, genau so sollte das funktionieren. Tja, und hier kann sich dann selber jeder seinen Salat zusammenstellen, so wie er möchte. Zwei Salatsoßen. Das ist jetzt Geheimnis, was das ist. Spatzel macht schon die nächste Teigtasche. Ich versuche mein Glück mal. Oh, das ist ein bisschen arg viel Hack da drauf. Ja, sorry. Ich. Das sind sie sonst so dick wie meine. Jo, einfach ausprobieren. Genau, und dann mit der Gabel zusammenäumeln.
Okay. Doppelt und dreifach. Gut. Ja, genauso funktioniert das, Leute. Und mit zwei so Teilen lässt sich das Ding viel vorsichtiger umdrehen. Oder die Dinger. Ja, ein klein bisschen noch. So, die ersten nehme ich jetzt einmal raus. Gleich zum Probieren nachher. Kurz noch abtropfen lassen. Ja, ich glaube, die kann noch ein klein bisschen auf der Seite. Tja. Dann nehme ich mir meinen Salat und dann probieren wir von da hinten gleich mal eine. So Leute, und so sieht das Ganze nun aus auf meinem Tellerchen. So ein eigenes Salatbuffet, das ist schon richtig, richtig geil. Mmh. Ja. Mmh. Aber jetzt da Ceporecki probieren. Also, wie gesagt, ich weiß, dass ich solche Teile schon mal gemacht habe, aber ich weiß absolut nicht, ob ich damals ein Video dazu gemacht habe. Das haben wir jetzt definitiv nachgeholt. Ich muss bloß aufpassen, dass die da hinten nicht zu dunkel werden. Vom Teig her kann man gut essen. Bisschen Salat hinterher, damit es abkühlt. Mit dem Hack da drin richtig, richtig geil. Also mir schmeckt es lecker. Mit dem Salat dazu, wow. Leute, macht euch auch sowas einmal. Es ist zwar ein bisschen in Arbeit, die Teigtaschen zu füllen, aber das kriegt man alles hin. Und ich muss jetzt wieder in die Küche. Hey ho, jetzt machen wir Fazit. Spatzel herkommen. Leute, ich sag's euch, wirklich ein komplett einfaches Essen, aber sowas von verdammt lecker und reichhaltig. Eineinhalb Ceporecki, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, habe ich jetzt gegessen, vollkommen ausreichend. Dazu richtig ordentlich Salat. Ja. Wow. War einfach nur mega. Die Salatsoßen, richtig gut. Richtig gut. Die Weiße, absolut top gemacht, muss das ich sagen. Schön. Und die andere, die Rote, zum Probieren, absolut top umgefüllt. Muss ich jetzt einfach zeigen, weil Thousand Island Dressing, ja, von Kühne. Also, die Salatsoße hat meine absolute Empfehlung, Leute. Wer es nicht kann, sie kann Salatsoßen machen, oder wer keinen Bock hat oder einfach die probieren will. Leute, ich finde sie geil und das ist jetzt keine bezahlte Werbung, einfach nur weil die Soße wirklich geil ist und die Ceporecki noch viel geiler. Ja, fand ich auch heute. Du bist auch satt? Ich bin voll zufrieden heute und voll satt. Alina, bist du auch satt geworden? Ja, die hockt immer noch total benommen vom vielen Essen auf der Couch. Naja, in dem Sinne, wenn das Video Spaß gemacht hat zum Anschauen, Däumchen nach oben, nettes Kommentar und falls es jemand weiß, wenn ich schon mal ein Ceporecki Video gemacht habe, drunter kommentieren. Ich weiß es echt nicht mehr. Und Kunden habe ich auch nichts. In dem Sinne, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.